traumhaft, dieser Hornberg. Hier vor uns seht ihr Eck. Und ab hier oben, wenn man nach hinten schaut, hat man pure Alpensicht. Aber diese gibt es nachher. Eck wurde sehr bekannt durch einen schlimmen Unfall, durch ein schlimmes Unglück. Und zwar, wenn man jetzt hier links reinfährt, ich mache das mal für euch, ich selber war hier noch nie drin. Hier bauen sie auch neu. Hier hinten hat es einen Waldparkplatz und so ein kleiner Zeltplatz. Ja. Das DAK Herrenberg hatte hier vergangenen Sommer am 1. auf 2. August übernachtet. Und hier endete dann das Leben eines jungen Menschen. Denn ein Baum ist hier bei Orkanböen auf ein Zelt gestürzt. Der Junge, der hat es nicht überlebt, leider. Ja, hier vor uns liegen die Baumstämme von dem vom Sturm gefällten Baum. Und hier die Schutzhütte, wo ein Teil der Jugendlichen übernachtet hat. Weiteres Informationsmaterial zu diesem Unglück findet ihr in der Filmbeschreibung. Und durch dieses schlimme Unglück in der Nacht vom 1. auf 2. August wurde eben diese Stadt Eck deutschlandweit bekannt. So, dann genießt erstmal die Fahrt Richtung Villaringen. Villaringen ist ein Teilort von der Gemeinde Rickenbach.